Hier ist wieder Andy von Enjoy Magic, aber auch in dem, was ich euch in diesem Video erzählen möchte, Joe von Enjoy Magic. Wir hatten nur keinen Drehtag mehr, um ein gemeinsames Video aufzunehmen und deshalb haben wir gebrainstormt und ich darf euch jetzt ein paar Infos bekannt geben, ein paar Veränderungen, denn ein Jahr neigt sich dem Ende, ein weiteres Jahr Review mit der coolsten Community überhaupt. Und ja, seit 2016 machen wir das schon. Das ist echt schon beängstigend, wenn ihr euch die ganzen alten Videos anschaut, wie wir da noch aussehen. Reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall möchte ich an erster Stelle von Joe, von mir, aber auch von dem ganzen anderen Team, das mittlerweile hinter Enjoy Magic steckt, mich bedanken. Bei unserer Community, aber vor allem bei unserer Magic Member Community. Seit ziemlich genau, ich glaube ein Jahr nachdem wir die Review gelauncht haben, so 17, 18, haben wir begonnen mit Patreon Unterstützung von euch anzunehmen als Community, weil man mit Reviews und YouTube-Reichweite, lassen wir das. Auf jeden Fall hat das seit Anfang an funktioniert. Wir waren immer wieder begeistert, wie viele Leute sagen, ja, das ist geil, was die Jungs machen und supportet haben in Kommentaren, aber auch per Patreon und jetzt die letzten Jahre über mit unserem Magic Member Programm. Ganz ehrlich, ohne euch wäre das alles, was wir heute hier so machen, was wir selber total cool finden, mit welchen Leuten wir mittlerweile zusammenarbeiten können, mit denen wir früher eigentlich Fans waren, bin ich ganz ehrlich, so ein Tobias Dostal war ich Fan und habe das Produkt sofort gekauft, das rauskam und jetzt machen wir gemeinsame Live-Lectures, also Hammer, wo wir heute stehen und das verdanken wir euch. Und zwar den Leuten, die uns unterstützt haben und an der Stelle wirklich nochmal von ganzem, ganzem tiefem Herzen ein großes Dankeschön. Ihr habt das alles möglich gemacht und ja, das ist so die Geschichte. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil wir werden ein paar Veränderungen vornehmen. Und zwar die größte Veränderung wird in erster Hinsicht das Magic Member Programm betreffen. Wir werden das Member-Programm, wie es es derzeit gibt, mit den verschiedenen Levels, den Silber, Gold, Platin, so nicht mehr weitermachen. Wir werden alle Abbuchungen, das ist die wichtige Info für euch, die jetzt drin sind im Member-Programm, alle Abbuchungen auch zum Jahresende stoppen. Das heißt, wir werden nichts mehr bei euch abbuchen und werden da etwas Neues ins Leben rufen. Dazu könnt ihr euch gleich mal am 5.2. ein X im Kalender machen. Genau, das heißt aber nicht, dass jetzt einfach alles hier verschwindet. Wir werden den Discord-Server erstmal für die Community, die Magic-Member waren, auch belassen. Ihr werdet diesen Discord-Server auch weiter nutzen können. Und die WhatsApp-Gruppe werden wir wahrscheinlich schließen. Ansonsten bleibt eigentlich auch alles gleich. Ihr behaltet auch alle eure Downloads, alle Produkte sowieso. Also keine Frage, die Platin-Member waren, werden das auch weiter behalten. Genau, das ist so die erste große Info. Wir werden, wie gesagt, im Hintergrund ein bisschen was umbauen. Liegt in erster Linie daran, dass sich bei uns gerade einiges tut. Also ich arbeite nur noch halbtags tatsächlich und kann mich jetzt mehr auf die Zauberei fokussieren. Und es haben sich einige Projekte auch mit Creator oder Creator-Firmen ergeben, die wir verfolgen wollen. Und das Member-Programm war schon immer ein Herzensprojekt. Aber das Herzensprojekt ist ja nicht dieses Programm. Das Herzensprojekt ist ja die Community und die werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Da haben wir eben ein paar andere Pläne, in eine ganz spannende Richtung auf jeden Fall gehen, also bleibt auf jeden Fall dabei. Wenn ihr uns allerdings weiter unterstützen wollt, wenn ihr sagt, ey, ich finde cool, was die Jungs machen und ich war gern Member aus Überzeugung oder so, wir sagen es immer in den Reviews dazu, aber auch hier nochmal an der Stelle, dann schnappt euch Links, die unter den Videos sind. Und zwar, das sind Magic Shop Links, die sind immer ein bisschen länger, aber dann kommt ihr zu Magic Shop. Für euch verändert sich gar nichts, ihr zahlt auch das Gleiche, aber wir bekommen was dafür, dass ihr über die Links gegangen seid, die unter unseren Videos. Das gilt für die Links auf der Website, unter den Videos und teilweise auch für Links von anderen Creators. Also müssen gar keine Magic Shop Links sein, wir haben immer mehr Deals auch mit anderen Creators, wo man dann auf deren Webseiten kommt und die Produkte kauft und finden wir auch super gut, weil wir dadurch nach wie vor unabhängig sein können und einfach sagen, hey, wir nehmen die Produkte, wir packen die Links drunter und wenn es wer kauft, freuen sich alle Beteiligten und wenn es niemand kauft, können wir immer unsere ehrliche Meinung sagen, das ist uns ganz wichtig, weil ich meine, sonst würde diese Review ja auch keinen Sinn ergeben. Auch die Preview wird bleiben, ich habe auf jeden Fall Lust, auch wieder Preview-Streams zu machen, auch dieses Projekt hoffe ich, dass ich wieder verfolgen kann, wenn jetzt da ein bisschen Belastung wegfällt und da soll es auch auf jeden Fall neue Projekte geben. Genau, das ist so die Geschichte. Und ansonsten, ja, kann ich nochmal abschließend sagen, vielen, vielen Dank.
Und wenn euch interessiert, was wir sonst noch so machen, denn bei uns geht es jetzt auch mehr in die Richtung Zauberkunst, Auftreten, Marketing und so ein bisschen die Management-Business-Seite dahinter. Wenn euch das interessiert und ihr sagt, ihr habt da eventuell sogar Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten, wir haben ja noch eine Künstleragentur im Hintergrund, die uns managt, uns drei Künstler von Angel Magic, den Bene, den Joe und mich. Und ja, wenn ihr sagt, das ist auch ein Thema für euch, ihr wollt auch nebenberuflich, hauptberuflich, zaubertechnisch was machen, wir haben ein super cooles Netzwerk auch aufbauen können, auch durch diese Review, wo wir ganz viele gute Kollegen haben und es auch spannende Projekte geben wird. Wenn euch das alles interessiert, ich werde euch Kontaktdaten, ihr könnt mir auf Instagram schreiben oder Mail, überall, wo ihr uns auf den Socials erreicht, dann können wir da sehr, sehr gerne mal quatschen. Wir freuen uns immer auch Kollegen kennenzulernen, unser Netzwerk zu erweitern. Das wäre sehr, sehr schön. Und ja, dann kann ich nur sagen, 5.2. Macht euch ein Kreuz im Kalender und nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. In diesem Sinne, bleibt magisch.